Die Berlinale ist fast vorbei und wir haben uns alle darüber gefreut, dass viele Filmstars die Stadt wieder besucht haben. Keinen Grund zur Freude hatten die Taxifahrerinnen und Taxifahrer, und zwar wegen denen hier, wegen Uber. Die Berlinale wurde nun schon zum zweiten Mal von Uber gesponsert. Ihre Shuttles waren überall in der Stadt unterwegs. Das hätte auch mit dem Taxigewerbe gemacht werden können. Wir als Linksfraktion fordern das, aber der Senat, der mit öffentlichen Geldern die Berlinale sponsert, muss noch überzeugt werden. Wir können das auch nicht verstehen, weil diese Mietwagenanbieter wie Uber und Co. stehen für Rechtsverstöße und für Preisdumping. Damit muss Schluss sein. Der Senat muss endlich alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um vor allem auch die Beschäftigten und am Ende auch die Fahrgäste zu schützen. Über 1000 Mietwagen sind in Berlin ohne Konzession unterwegs. Das hat erst letztens der RBB herausgefunden. Diese Zustände müssen beendet werden, denn Fahrgäste haben dann auch keinen Versicherungsschutz. Also Schluss damit und endlich ordentliche Förderung für unsere Berliner Taxis.